Guten Morgen, Christoph, und schönen guten Morgen auch an die große Runde hier im Zelt. Fangen wir mal ganz kurz mit den Windjammern an, damit dann auch alle Fragen dahingehend erloschen sind. Wird wunderbar. Schönste Bedingungen, Sonne scheint heute Vormittag nämlich noch und Wind ist vor allem da. Ja, nicht ganz selbstverständlich, insofern wird es eine tolle Parade. Wenn ihr nachher zu den Bahnen rausfahrt, habt ihr ja vielleicht auch noch ein kleines Auge, so ein bisschen über die rechte Schulter, Acht daraus in die Förde zu gucken. Aber kommen wir natürlich vor allem zu eurem Wetter und da kommen wir wie immer erstmal zu dem großen Bild. Klarheit sich zu verschaffen, das ist ganz wichtig. Also erstmal ein Blick auf die Großwetterlage und damit der Blick also auf Europa. Und da hat sich grundsätzlich wenig geändert gegenüber gestern. Wir haben es nämlich immer noch mit diesem Tiefdruckgebiet über der Nordsee zu tun. Schon seit Tagen beschäftigt uns das. Und das hat sich das richtig ein bisschen gemütlich, links im Bild mit L gekennzeichnet, hat sich das da so ein bisschen gemütlich gemacht. Bleibt dort auch liegen, wird sich aber im Laufe des Tages intensivieren. Gibt also nochmal ein bisschen Gas, wird ein richtiges Sturmtief oder kann man jetzt schon sagen, ist es bereits schon, zumindest was die Nordwestecke der Nordsee angeht. Wir sitzen ja hier, Bildmitte, Schwarzes Kreuz, und diesem Wettersystem gegenüber liegt ein Hochdruckgebiet auch schon seit ein paar Tagen, also ähnlich wie gestern, ein Hochdruckgebiet über der Mitte Deutschlands, das sich heute Nacht so ein bisschen schon mal Richtung Ostdeutschland orientiert hat. Und wir liegen also genau just between, zwischen den Stühlen. Und da gucken wir in die Wetterlage also zur Stunde rein, wie wir es jetzt haben. Das Tief wird sich dort über der Nordsee ordentlich austoben. Ihr seht das an den engen Isobaren, also da ist ordentlich Druck drin. Aber wir wollen nicht zu viel davon abkriegen. So ein bisschen wäre gut und so ein bisschen haben wir jetzt ja auch schon draußen. Das Hochdruckgebiet bleibt auch dort liegen. Und da kann ich eigentlich relativ schnell durchblättern, die Wettersituation so alle 6 Stunden für heute. Diese Konstellation als solche ändert sich nicht großartig. Das sind wirklich nur minimale Änderungen. Aber vielleicht ist es euch aufgefallen, hier habe ich mal noch zusätzlich eine Kleinigkeit eingezeichnet. Diese schwarz gestrichelten Linien, das sind mini, mini, mini Tröge. Deswegen Trog ist eigentlich was sehr Heftiges, da steckt viel Wetter drin, ich will es nicht zu hoch fahren. Deswegen mini Tröge, die aber für uns hier eine Bedeutung haben, die nämlich zeigen, dass da oben in der Atmosphäre ein bisschen mehr Instabilität ist. Also das Hoch will sich einbringen, kann es aber nur teilweise, so wie jetzt noch. Und dann im Laufe des Tages wird die Situation also ein bisschen instabiler. Und da kann also Ähnliches passieren wie gestern. Instabilität heißt, es entstehen größere Wolken. Die ersten fangen jetzt ja schon an zu quellen. Und da können dann auch einzelne Schauer drin stecken und jede dieser kleinen Tröge bringen eben auch kleine Windänderungen, 10 Grad Winddreher oder wenn dann so eine kräftigere Wolke reinkommt, dann ja auch größere Dreher und auch größere Abweichungen in den Windgeschwindigkeiten und deswegen sind die also so interessant und es ist sehr wichtig, auf diese kleinen Ausbeulungen oder die kleinen Veränderungen in den Isobaren auch zu blicken. Das ist die Situation für heute Abend, da kehrt dann wieder ein bisschen mehr Ruhe ein, da schafft es das Hoch, sich da noch mal ein bisschen reinzuschieben. Von daher also heute eine Situation, die grundsätzlich stabil ist, aber so die Kleinigkeiten rechts und links der Bahn, die Wolken und vor allem die Wolken als Indikatoren, die bringen uns also die Veränderungen oder die Chancen, so ein bisschen was abzugreifen, sich zum Vorteil zu verschaffen. Das ist das Satellitenbild von, ich habe es gerade noch eingeladen in die Präsentation. Das Rote Kreuz, da sitzen wir. Das Hochdruckgebiet, also schöner, wolkenloser Himmel, wie sich das für ein Hochdruckgebiet gehört. Und das Tief oben links im Bild über der Nordsee sitzt dort auch und immer links herum wirbeln, also die Wolke. Wir lassen sie da oben wirbeln, sitzen weiterhin dazwischen und gucken uns mal an, wie die aktuelle Situation ist. Da habe ich euch die Wetterbeobachtung mitgebracht von den offiziellen Wetterstationen. Kiel-Leuchtturm habe ich dran geschrieben, 210, 215 Grad. Der Wind zurzeit aus Süd-Südwest, also mit schon ganz munter unterwegs, 16 Knoten, wir hatten heute Morgen auch schon mal 18 Knoten, aber da ist also ein Grundangebot, schönes Windangebot, was wir heute ausfahren können. Und man erkennt alleine hier an den anderen Beobachtungsstationen, wenn wir die jetzt mal ganz profan hernehmen, dass das also ein sehr gleichmäßiges Windfeld ist, das da aus dem Südsüdwesten auf uns zukommt oder auch uns bestehen bleibt. Und damit bin ich eigentlich schon in der Vorhersage, womit ich eben sagen möchte, dass das Grundfeld, der Gradientwind heute also ein sauberer ist, zwischen 13 und 16 Knoten wird sich das größtenteils abspielen. Auf den Außenbahnen so im Mittel vielleicht die 14 Knoten, 210, 220 Grad, Richtung Foxtrot der meiste Druck mit im Mittel 16 Knoten und in den Innenbahnen aber auch 15 Knoten, da ein bisschen weiter schon rechts gedreht aus 220 bis 230 Grad. Und das Windfeld von heute frühen Nachmittag, da muss man genau hinschauen, wenn man eine Veränderung kennen will. Achtung, jetzt.
ein bisschen sieht man, kleine Tendenz nach rechts. Also der Wind will rechts drehen auf 2,30. Er möchte letztendlich bei 2,40 landen heute Nachmittag. Da geht also die Reise hin. Windgeschwindigkeiten werden sich ein bisschen noch weiter beleben, können also auf die 17 Knoten teilweise hochgehen. Und das Hauptmerkmal dieses Tages ist also gar nicht mal so sehr der mittlere Wind, sondern ich sagte ja schon, die Quellwolken, aus denen dann auch im Laufe des Tages einzelne Schauer wieder entstehen können. Also eine ähnliche Situation wie gestern. Selbst ein leichtes Gewitter will ich nicht ganz ausschließen. Zurzeit 10% Risiko für das. Das heißt aber auch nur, wir passen ja schon auf, dass da irgendwie draußen nichts anbrennt in Sachen Gewitter bei euch, aber dass also so eine dunkle Wolke reinkommt und die macht natürlich ein ganz eigenes Windfeld und verzerrt das außerordentlich. Also da gilt es dann vor allem, das Auge drauf auszurichten. Ich habe heute ausnahmsweise auch mal eine Böenkarte mitgebracht, weil nämlich neben den Wolken auch die Böigkeit eigentlich das Windmuster heute ist. Die Böen sind das Merkmal des Tages, die können hochgehen, das Potenzial liegt über Land ein bisschen höher, sogar noch im Westen 28 Knoten, aber für uns sehe ich eigentlich so die 22 bis 25 Knoten als Böen. Das Wetter ansonsten, es geht wechselhaft zu. Ich habe es gerade immer wieder eingestreut mit der Windvorhersage. Also wechselhafte Bedingungen mit Quellwolken, mit später auch möglichen Schauern mal. Dann kommt auch wieder die Sonne raus. Wir haben heute nochmal eigentlich einen sehr schönen Tag zu erwarten. 7 bis 9 Stunden Sonnenschein bei Temperaturen an Land mit 19 Grad. Der Windchill ist heute ein bisschen mehr das Thema auch. Also es wird ein bisschen frischer draußen, leider weiterhin 15 Grad. Die Wassertemperaturen, da ändert sich nichts. Ich kann euch nur sagen, genießt diesen heutigen Tag seglerisch allemal und die Sonne. Denn kurzer Ausblick, aber nur ganz kurz und dann vergessen wir das ganz schnell wieder. Morgen wird es leider viel Regen geben. Aber deswegen heute nochmal mit Sonne und Wind alles zusammen. Vielleicht die Grundlage zum Erfolg und euch damit viel Spaß. Yeah.